Das dritte Stadium oder der dritte Funktionsteil dieses Metonymie-Transformators ist der Übergang vom Zeitalter der Artemis in dasjenige der Hekate. Nur bei Menschen haben sich diese Rotationsdoppelmembranen, die geschützt und abgegrenzt innerhalb des Körpers sich erneut invaginiert haben, dazu entwickelt, ein Begehren zu entwickeln, so ausgespreizte Funktionsausdauerfähigkeiten zu entwickeln, dass das nicht nur zur Erzeugung des Lebendigen, zur Hauptfunktion der Vernichtung und Zermalmung des Phallus oder der Glieder des Pentheus, um daraus wieder einen neuen Horus zu schaffen. Also nicht nur für die Erschaffung und Neusynthetisierung neuer Körper aus den alten, sondern da dieses Wesen so hilflos, hoffnungslos, infantil bleibt und sein Leben lang beschützt, gefüttert und nicht nur seine Wünsche, Bedürfnisse, Ansprüche, sondern sogar seine Begehrensstrukturen gesättigt, abgesättigt, abgefüttert werden müssen, hat sich jener Vorgang ereignet, dass das gelobte Land des Allerheiligsten, das für diese Lebenstod-Umwandlungsfunktionen herzuhalten hat, in den Zwischenphasen, denn wie bei Nobonobos weiß beim Mensch keiner mehr, was sind die Befruchtungsphasen, die Befruchtungsperioden, sodass es ein kontinuierlicher Prompt-Austausch, Wettkampf das ganze Jahr hindurch bleibt. Bei den Bonobos wird das zur sozialen Glättung und Beschwichtigung benutzt und vor allem zur Kaschierung der genetischen Linearität des ansichtig werden Lassens, wer der Zeuger ist. Also ist beim Menschen im Alltagsleben dieser Rotationsgenerator dazu weiterentwickelt worden, auch im profanen, usuellen, alltäglichen eingesetzt zu werden, hat hier aber völlig andere Funktionen, so wie Madame de Sévigné sagt, dass die Frauen eigentlich ahnen müssten, dass sie auf ihrem Reichtum sitzen. Dieses Leben des Arsches, der mit Geld, mit Gold, mit der Annihilierung aller Signifikanten und deren Umwandlung in den Kapitalismus, in der Gebräuchlichkeit, in der alltäglichen Profanie, die aber dem Überleben dient, dem Austausch, den Täuschtauschakten, den symbolisch realen Machtinversionen der Hekate dient, um praktisch die Erstwerbungen, bei denen der Potlatsch der verausgabenden Gaben vor den Tempelstufen niedergelegt wird, dann dazu überzuführen, dass diese Subsidiarien, diese Jagdbeuten, diese frugalen Früchte weiterhin angeliefert werden. Das Zeitalter der Hekate ist das Zeitalter, wie dieser Rotationsgenerator ebenfalls als Attrahierungszentralort instrumentalisiert, eingeübt, elaboriert wird, um dann daraus den guten Ruf, Name, Ehre nach den Erniedrigungsakten wiederzugewinnen, um Ansehen, Macht, Vermögen, Durchsetzung, all die höfischen Intrigen, all die Anerkennungen, Absicherungen, Fürsorgen, Zuverlässigkeiten, Ergebnisse, Ergebenheiten einzufordern,
die hier nicht für die Erzeugung, sondern für die Aufrechterhaltung und Promovierung des Produktionsergebnisses notwendig sind und nicht nur in der ontologisch jetzigen Generation, sondern für die nachfolgende Dynastiepyramide insgesamt der nächsten Generationen. Aber über dieses noch komplexere Verhalten, das am Ende, wenn man bei Chaudelot de Laclos mit Liaison Dangereux als der dritten und intrikatesten Struktur der transitiven Irreflexivitäten und Intrigen und Kabalen oder beim Lacanschen Begehren, das ein subversives Umdrehung aller Ansprüche und Wünsche ist, eine Form, die nur bei Menschen aufgrund dieser perversen Umstülpungen, dem Hasen das Fell über die Ohren zu ziehen und dann die innere Haut als Fell zu verkaufen. Das ist ein zu weites Thema, das wir allerdings schon ausführlichst an anderer Stelle besprochen haben, sodass wir diese dritte der Hauptfunktionen dieses Rotationsringkernerators, der alles seine Durchgänge, seine Durchgangssyndrome dann in die Wahrnehmung, in die Vorstellungen, dass auch alles andere Materielle die gleichen Prozesse zu durchlaufen hat, beginnend von der Wahrnehmung, ins Werk setzt. Also Multifunktionsapparatur der Nike, Multifunktionsapparatur der Artemis, Multifunktionsapparatur der Hekate, alle Bereiche, die die Conditio Humana in ihrer Entstehung bis zu ihrer Entfaltung, bis zu ihrer Promovierung und dann wieder Vernichtung angeht, werden durch dieses Multifunktionszentral-Element mit seiner alle Welten erzeugenden und alle Welten vernichtenden, überwältigenden Zentrierungsfunktion beherrscht. Und somit gibt das die Imago, die Imitatio wieder eines Universal-Universen, Aberwitzigkeits-Transformations-Schwarzloch-Rotationsring-Kern-Generators. Wir sind müde. Der Tag ist viel zu schön, um diesen Quatsch zu machen.